guten Morgen, Frau Beiko. Wir sind Fani Muhammad und Mahmoud. Und wir werden heute über Konrad Witz und seine Werke sprechen. Als erstes wurde Konrad Witz am 14. Jahrhundert in Rottweil geboren. Er wurde 1431 gewählt in Basel als neuer Wirkungsort. Und er wurde 1446 in Basel gestorben. Er ist ein oberdeutscher Maler, einer der bedeutendsten Vertreter der oberheimischen Malerei der Spatgürtel. Seine Ausbildung ist unbekannt und wurde darüber unterschiedliche Meinungen gesprochen. Eine davon wird dem Mittelalter zugeordnet und das andere wird der nordischen Renaissance zugeordnet. Seine Familie. Er heiratete aus dem Handwerksstande, hatte 5 Kinder, 4 davon sind gestorben und am 1440 starb seine Ehefrau. Am 1434 bis 1435 erhielt er den Auftrag für die Street Leonardskirche zu malen. Er sollte den Petrosalta in der Genfer-Kathedrale bemalen. Konrad Witz wurde für die Malerei von den alten Bildern bekannt. Heute ist der Hellspiegelalter. Es wurde im 14. Jahrhundert 35 gezeichnet, der sich heute überwiegend im Kunstmuseum Basel und mit vereinzelten Tafeln in anderen Stammungen befindet. Das nächste ist das alte Bild der Jungfrau Maria von 1440, das heute mit Tafeln in Basel, Nürnberg und Straßburg in Verbindung gebracht wird. Ein Witz letztes Altarbild ist das Street Peter Altarbild von 1444, gemalt für den Petersdom Genf und jetzt im Musée der Art d'Histoire Genf enthält. Das Gemälde des Christophorus scheint mit diesen großen Altarbildern nicht verwandt zu sein. Mittelalter und ihre Werke. Zur Kunst des Mittelalters gehört die Kunst, die zwischen ca. 500 nach Christus bis 1500 nach Christus zu den Werken, die geschaffen wurden, gehören Buchmalereien, Glasmalereien, Reliquär und Wand- oder Deckmalereien. Welche Stilepochen gehören zum Mittelalter? Die Unterteilung der Epoche des Mittelalters in 3 Phasen: das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter. Während des Frühmittelalters ca. 500 bis 1180 gab es vor allem literarische Formen wie beispielsweise Heldensagen, Zaubersprüche, Fürstenlob und Evangelienharmonie. Da sowohl das Lesen als auch das Schreiben vor allem Geistlichen und Gelehrten vorbehalten war, wurden die Werke vorwiegend in Latein geschrieben und besaßen das Zweck, den christlichen Glauben zu bewerken. Diese Werke wurden auch anonym verfasst. Zur Zeit des Hochmittelalters, ca. 1170 bis 250, erlebte der Minnesang seine Blutzeit und auch die höfische Dichtung war auf dem Vormarsch. Werke des Hochmittelalters behandelten das Leben der Adligen oder auch das ritterliche Ideal. Im Spätmittelalter, ca. 1250 bis 1500, gewann das aufsteigende Bürgertum immer mehr an Einfluss, während das Rittertum in den Hintergrund rückt. Auch die Pest prägte diesen Zeitraum, wodurch innerhalb der Bevölkerung zusehend Pessimismus herrschte. Dadurch waren auch sehr viele Werke von einer gewissen Melancholie und Hoffnungslosigkeit geprägt. Jetzt werde ich ein wichtiges Bild des Mittelalters vorstellen. Das Bild heißt Wunderbarer Fischzug von Genifa Petrosalta. Die Bildlehre ist zur christlichen Ikonografie gerichtet. Der Inhalt beschäftigt sich mit der Darstellung der christlichen Bildkunst.
Die Zeichnung ist diagonal und der Kompositionsschema ist Kreiskomposition und Ovalkomposition und Dreieckskomposition. Die Ordnungsstruktur ist ruhig, ordentlich und einheitlich symmetrisch. Die Farben sind hell, deckend und sehr warm. Die Farbfunktion stellt die Natur dar und ist abhängig vom Gegenstand und dient zum Ausdruck und wirkt real. Jetzt werde ich ein wichtiges Bild des Mittelalters vorstellen. Das Bild heißt Wunderbarer Fischzug von Genifa Petrosalter. Die Bildlehre ist zur christlichen Ikonografie gerichtet. Der Inhalt beschäftigt sich mit der Darstellung der christlichen Bildkunst. Die Zeichnung ist diagonal und der Kompositionsschema ist Kreiskomposition und Ovalkomposition und Dreieckskomposition. Die Ordnungsstruktur ist ruhig, ordentlich und einheitlich symmetrisch. Die Farben sind hell, deckend und sehr warm. Die Farbfunktion stellt die Natur dar und ist abhängig vom Gegenstand und dient zum Ausdruck und wirkt real. Jetzt werde ich die berühmten Künstler der Mittelalter benennen. Der erste ist Giotto und der zweite ist Jean Faucon. Es gibt auch Madonna und Stifter und sie haben sich wieder vereint. Und es gibt auch zwei andere. Der erste heißt Jean Maloil und der zweite heißt Johann Maloil.